Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Crysis 3. Wir sind hier ja in der finalen Season, glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall, da müssen wir hin, hier zu diesem Strahldingens. Jetzt, hier zum Mind Carrier müssen wir. Und wir schleichen uns hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Haben gestern noch schnell hier die Minen entsorgt, beziehungsweise auf unsere Seite gebracht. Und sind jetzt dabei weiter zu schleichen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt stealthy durchkomme, weil gleich die Hölle über mich einbricht, sobald der mich da vorne sieht. Also, wenn er mich denn sieht. Sieht er mich? Kann er mich sehen? Will der mich sehen? Ja, er sieht mich. Also, mir ist ja alles egal. Der Typ kann mich ja ruhig sehen, aber ich will nicht, dass diese Feuerspuckdinger mich sehen. Darauf habe ich keinen Bock. Und der Anzug ist im Arsch. Ich kann nicht durchstealthen. This won't happen. Oh my fucking Gott. Oop. Okay. Tot. Wut. Alter! Wirst du wohl, bist du wohl, gehst du wohl? Wirst du wohl, bist du wohl, gehst du wohl? Ich glaube, ich hab sie noch alle. Seufzt. So, meine Reaper-Cannon ist natürlich im Arsch. Fängt super. Gibt's hier irgendwo Stationas zum Aufladen? Warte mal, ich glaube, ich habe da gestern gesagt, dass. Die zeigt er mir nicht an, wa? Nope. Warte mal. Ich muss mal kurz was testen. Ich muss ein bisschen. Ja. Hier, die Dinger. Laden die auf oder nicht? Nein, tun sie nicht! Shit. Okay. Oh, bitte kein so ein Feuerspuck-Ding. Bitte nicht. Hier? Hier habe ich sie gefunden. Lad auf! Dammit. Na ganz toll. Wie soll ich denn das Vieh? Ich bin gerade rätselhaft dabei, wie ich denn wirklich das Teil umgehen kann. Es ist mir gerade. Ach so. Na klar, mit den Bomben. So wie vorhin mit den Pingern. Hehe. Stimmt. Okay. Also die Bomben habe ich für diese Kackviecher. Na, Koam los. Alter. Wirst du wohl. Sehr gut. Ist das seine Reaper-Kanone oder ist das meine leere Reaper-Kanone? Es ist meine leere Reaper-Kanone. Ich will aber eine volle. Pinscher-Gewehr. Das ist doch seins. Sie? Alles klar. Machen wir es halt auf diese Art und Weise. Da oben können wir was hacken. Das nutzen wir doch mal geschickt aus. Shit. Wir müssen hier hin. Mann, keine Sicht. Kackjes. Gleich sieht mich das Ding. Na sag mal, Sichtfeld blockiert. Das haben die doch mit Absicht so gemacht. Dass du nicht hacken kannst. So. Hier sind alle unsere Stealth-Skills quasi gefordert. Was bist du da hinten? Du siehst mich nicht.
Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Hier ist... Ja, ist klar. Ist klar. Ist keine Sicht blockiert. Hat mich doch gerade abgeschossen. Ah, leck mich. Gut, an dem Ding komme ich nicht vorbei, ohne dass es mich sieht. Das heißt, ich muss mich hier was... Muss mir hier was... Alter, hoch! Muss mir was einfallen lassen. Muss quasi an dem Ding vorbei Düll fahren. Okay, sobald... Also ich bin ja... Invisible geht ja nicht. Und sobald man dich... Sobald mich das Viech sieht, bin ich into le Popo. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Weil da vorne kommen wir offiziell nicht durch. Ohne auf den Arsch zu kriegen. Wer bist du? Gegner? Also so ein normales, fleischiges etwas? Hier sieht es mich nicht mehr, wa? Nö. Entfernung verringern, 5 Meter. Okay. Wir bleiben also auf dieser Entfernung stehen. Was zur Hölle? Wo war denn jetzt noch eins? Willst du nicht mit mir? Na komm. Hab die nie so. Ist hier irgendwie... Ne, hier ist der Rücken frei, ne? Energy niedrig. Na ja, ganz toll. Die Energie ist die ganze Zeit niedrig, du Lümmel. Splash! Okay. Ich muss da hoch. Sehen die mich? Was zur Hölle? Muss ich hier rein? Ja. Die Zukunft gezeigt. Seid ihr bereit? Zu Opfer. Was wird nötig sein? Muss ich mehr zum Seth werden als die Seth? Was wirst du dann tun? Na, ist klar. Warum kommst du nicht raus und stellst dich? Überlade den Nanosuit, um kurzfristig unverwundbar zu sein? Mit welchen Zellen? Habe ich jetzt gar nicht gelesen. B. Erstmal die ganzen Gegner markieren. Ah, wahrscheinlich mit den Zellen da. Okay. Da kommt. Also mit dem Anzug funktioniert immer noch nichts. Finde.
Da ist noch so eine Reaper Gen. Okay. Das schaffen wir. Komm hier hoch. Toll. Ich fühle mich wie ein Mensch. Voll ekelhaft. Bisschen dicker, wa? Ich wusste es. Du kannst mich doch mal im Mondschein begegnen. So, der Dicke kommt hier rum. Der Dicke. Das Geschütz ist im Arsch, okay. Oh Gott. Stand da nicht irgendwas von kurzzeitig unverwundbar? Herrse. Alles klar. Gut. Weiß ich Bescheid. So. In Zukunft gezeigt. Seid ihr bereit? Zu Opfer. Was wird nötig sein? Muss ich mehr zum Seth werden als die Seth? Was wirst du da tun? Schmutz. Hab gleich keine Muni mehr. Doch irgendwie, hä? Okay. Wieso bitte habe ich unendlich Schuss? Was? Wie? Alter! Mistvieh. Texturen werden so richtig, wa? Ist das ein Endlos-Spawn? Eben doch nicht so viel da. Okay. Die Energie. Ich brauche mehr. Jawohl. Machen wir direkt hier unten. War was. Ich glaube, wir haben schon das meiste wirklich beseitigt hier. Haben wir auch den Dicken erwischt? Da ist noch einer. Wirklich schon alle weg, wa? Bis auf der da oben. Ist das der Dicke oder ist das nicht der Dicke? Nö. Ist nicht immer der. Habe ich den Dicken schon erledigt, wa? Nice! So muss es auch mal gehen. Hep. Lol. Ich glaube, die Position da oben, die war strategisch günstig. Tja, nix da. Snipern oder so ein Käse ist hier nicht. 61%. Energiespitze. Wurmloch. Maximale Ausdehnung. Xenoset Kampfschiff. 25 Minuten. 25 Minuten left. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Was ist jetzt noch? Wir haben unser Wesen grundlegend verändert. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Maximale Panzerung. Der Anzug geht wieder. Yes. So, ich behalte natürlich mein Pitchergewehr in der Hoffnung, dass hier irgendwo noch mal so eine schöne
Ladestation ist, weil es geht ja eigentlich nur noch hier um Seth-Gedöns. Also kann ja auch mal... Na komm schon. Na, wo willst du denn hin? Kleines schlüpfriges Etwas. Also, nein! Bleibst du oben! Nicht zu fassen. So, wir müssen nach da hinten. Was ist denn hier? Ach, das ist hier so ein Ding. Warte mal, das hacken wir mal da schnell. Hacken ist eins meiner leichtesten Übungen. Bäm. Hast du einen Typhoon? Nee, aber eine Dingens. Pinschergewehr. Nein! Um Gottes Willen, falscher Knopf. Eine Thermal. Cool. Pinschergewehr nehme ich trotzdem mit. So. Sehr schön. Eine Thermalsniper, die kann immer ganz gut sein. Was sind das denn hier für Spikes immer? Tiefer in die Höhle vordringen. Kontrollpunkt erreicht. Ich will gar nicht tiefer vordringen. What the? Ein Mind Carrier. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. Wie denn? Okay. Wir machen es auf die brachiale Tour. Gibt es hier wieder diese Feuerspucker? Nee, aber so ein kleines Etwas. Okay, das muss ich beseitigen. Sonst gibt es Pain into the S. Komm. Okay. Ah, es kommt schon. Na, komm. Na, komm zu Papi. Sehr schön. Tot! Der hat mich gesehen. Wie gut man hier stealthern kann. Also, was heißt stealthern? Na komm. Smash. Klauen treffe ich nicht, wa? Oh, ich habe ohne so viele Schuss. Sheet. Ich hätte nachladen sollen. Gab's hier irgendwo Muni? Nope. Gab's nicht. Sheet. Wir werden einfach mal. Ich hab's das. Puh. Knapp. Okay. Nein. Ich muss da lang? Ja, ich muss da lang. Shit. Puh. Okay. Kiste. Da liegt alles Schöne und alles Wichtige. Hab ich denn noch... Gut. Wir versuchen mal unser Glück. Aber warte mal, erstmal möchte ich den da hinten loswerden. Shit, oh. Warum lädt er jetzt nach, der Drecksack? Smash. Aufladen. Sehr gut. Ich glaube, den muss ich irgendwie loswerden. Die Frage ist, wie? Kommst du oder kommst du? Die kommen jetzt alle hier hoch. Damn it! Und da muss ich hin. Der bleibt jetzt die ganze Zeit und pustet, wa? So,
Sie. Wie kommen sie her? Vielleicht verbrennt er die ja auch. Na komm. Man verfolgt hier nur noch die drei. Oh. Alter. Gott sei Dank, man verfolgt hier nur noch die Dreiecke. Los, meine Besten. Das war sehr knapp. Dachte jetzt so, okay, scheiß was. Du musst irgendwas tun. Weil. Ja. Nein, die behalte ich. Ach du Shit. Dieses Taxi. Komm schon. Machen wir das Spielchen doch. Tschüss. Der größte Feind ist dann. Und wir müssen uns hier noch durchboxen, Ladies and Gentlemen. Wir müssen nach da unten. Ne, zwei Sachen müssen wir. Da rüber und nach da unten. Alles klar. Aber das machen wir morgen. Im Sinne. Danke fürs Einschalten, danke fürs Däumchen nach oben drücken, wenn es euch gefallen hat. Oder halt danke fürs Kommentar schreiben. In dem Sinne, bis dahin. Tschüss.